Von der Zeltstadt sind nur noch Trümmer übrig. Das Flüchtlingslager ist fast komplett abgebrannt. Auch Hessen will helfen, sucht dafür eine Regelung mit dem Bund. Während NRW vorprescht und 1000 Flüchtlinge aufnehmen will, äußert sich Hessens Europaministerin gegen eine Aufnahme. Dieser Gewaltausbruch einiger darf nicht belohnt werden, weder durch eine Verlegung in andere europäische Länder noch bei der Dauer oder dem Ergebnis des Asylverfahrens. SPD und linke Opposition im Landtag verurteilen Puttrichs Äußerungen scharf. Die Landesregierung müsse jetzt die widersprüchlichen Positionen zur Aufnahmebereitschaft erklären. Ich bin ziemlich entsetzt über die Äußerungen der Europaministerin dieser schwarz-grünen Landesregierung, die sich jetzt gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen hat, mit dem Argument, ein Gewaltausbruch dürfe nicht belohnt werden. Das finde ich angesichts der Bilder und angesichts des Leiden dieser Menschen wirklich nur zynisch und abstoßend. Beim grünen Koalitionspartner heißt es, das Schicksal der Menschen dürfe uns nicht kalt lassen. Auf Puttrichs Äußerungen angesprochen, sagt der stellvertretende Ministerpräsident. Momentan kann ja niemand sagen, woher dieses Feuer kommt. Aber was wir sagen können, ist, dass tausende unschuldige Menschen unter diesem Feuer leiden. Und die darf man nicht dafür bestrafen. Und im Übrigen ist das auch nicht die Haltung der hessischen Landesregierung. Die Haltung der hessischen Landesregierung hat gestern der Ministerpräsident gesagt, wir sind bereit zu helfen. Die AfD wundert sich über die Differenzen in der Koalition. Die AfD sagt, Hessen soll keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Hier gibt es sogar Unterstützung für die Europaministerin. Ich denke, Frau Puttrich hat in der Sache recht, wobei für mich völlig irrelevant ist, wodurch das Feuer entstanden ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die falschen Signale senden, die eine Kettenreaktion auslösen und eine weitere Flüchtlingswelle. Und wie kann Hessen mit den gesellschaftlichen Herausforderungen klarkommen? Wir haben uns heute am späten Nachmittag in Kassel umgehört. Also ich weiß nicht, was da die Herausforderung sein soll. Menschen, denen es richtig mies geht und die nichts haben, zu helfen, wo wir doch hier mehr als genug haben. Unsere Bundeskanzlerin hat da ja eigentlich, glaube ich, schon deutliche Signale gesendet, dass sie für eine faire Verteilung unter den großen Aufnahmeländern in Europa ist. Und der Meinung bin ich auch. Wenn man das gut kommuniziert und auch gerade in den Kommunen, also vor Ort, gut damit umgeht, die Bürger auch einbindet, wenn es darum geht, die Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. In Marburg stehen schon Unterkünfte bereit. Die Unistadt will sofort helfen. Wir haben kleine Gemeinschaftsunterkünfte und Raumkapazität, mit denen wir sofort 50 Personen aufnehmen könnten. Zum Teil unbegleitete Minderjährige und zum Teil Erwachsene oder Familien. Auch andere hessische Kommunen haben ihre Hilfe angeboten, um den Menschen aus Moria eine Perspektive zu geben.